Wir haben ja die Menge der reellen Zahlen, besonders in den ganzen Schularten, die wir hier in Deutschland haben, beziehen wir uns immer auf die Menge der reellen Zahlen. Aber wie ist eigentlich, das ist ja eine Menge, wie ist eigentlich da das Maximum und das Minimum einer herausgegriffenen Menge, ja, definiert? Ja, ich greife mir hier drei Elemente raus aus dieser Menge und wie unterscheide ich diese Menge jetzt? Was ist das Größte, was ist das Kleinste? Ja, es ist offensichtlich, man kennt es, ich schaue mir die Zahlen an und ich kenne die Zahlen, aber es muss ja eine Axiomatik dem zugrunde liegen. Also es muss mich ja irgendwas berechtigen, so auswählen zu dürfen. Und das wollen wir jetzt mal untersuchen. Wir schauen uns an, wie das Maximum definiert ist auf den reellen Zahlen. Also das Maximum zwischen zwei herausgegriffenen reellen Zahlen ist folgendermaßen definiert. A, wenn A größer gleich B und B sonst. Ja. Beispiel. Ich greife in meine Menge, also Beispiele. Das Maximum soll ermittelt werden von 4 und 3. Ja. Okay, in welchen Fall falle ich rein? Hier steht ja gedanklich A, B. Naja, wenn A größer oder gleich B ist, naja, A ist 4. Das ist natürlich größer als 3, also ist das Maximum die 4. Ja, wenn ich jetzt das Maximum aus meinetwegen 4, 4 ermitteln will, falle ich immer noch in den Bereich hier rein, weil wir haben hier ja größer gleich, ja, also A darf auch B sein, das ist ja in dem Fall der Fall. Ja, dann schreibe ich hier die 4 hin. Es gibt dann auch noch den Fall sonst. Wie soll ich den verstehen? Streichen wir mal das kurz weg. Also das Maximum von den beiden Zahlen 3 und 4. Okay. Jetzt falle ich in dem Fall sonst rein, weil A, ja, ist auf jeden Fall nicht größer als B, auf diese Menge bezogen. Also schreibe ich hier mein B hin. B ist 4 auf die Menge bezogen, also 4. So ist es hier zu verstehen. Die Definition des Minimums ist ähnlich. Also ich schaue mir wieder zwei reelle Zahlen an. Und das Minimum ist dann wie folgt definiert. A, wenn A kleiner gleich B und B sonst. Also Beispiele. Das Minimum von 2, 1. Also das ist ja A, das ist B. In welchem Fall falle ich rein? Also A ist nicht kleiner als B oder kleiner gleich B. A ist größer, das ist nämlich 2. Also falle ich in den Sonstfall. Und was soll ich dann schreiben? Ja, B. Und B ist auf unsere Menge bezogen 1. Okay. Das soll uns jetzt mal ein Beispiel mit diesen zweielementigen Mengen genügen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie ist es denn, weil ich habe am Anfang auch erwähnt, man kann hier mehrere Elemente herausgreifen aus meinem Zahlenstrahl. Da muss ja das Ganze auch funktionieren, meine Definition fürs Maxima und Minima. Wir machen es jetzt mal fürs Maximum. Das fürs Minimum ist dann analog, nur mit verdrehten Relationszeichen. Das Maximum von einer Menge, ja, die endlich ist, also n Elemente. Ja, dieses n steht, kann stehen für 9 Elemente, für 8 Elemente, für 10.000 Elemente. Und dann ist mein Maximum, ja, die Definition des Maximums muss ja immer noch gelten. Ja, das ist ja die Maxima-Definition für die reellen Zahlen. Die muss jetzt hier bei der endlichen Menge auch gelten. Dann ist das Maximum von dieser endlichen Menge A1, Maximum A2,
Maximum a n minus 1 a n. So, und jetzt machen wir die Menge zu. Ein Beispiel. N gleich 4. So, dann habe ich das Maximum zu bestimmen von, naja, machen wir gleich mal ein Beispiel dazu. 2, 3, 4. Also wenn ich N4 wähle, setze ich hier gedanklich die 4 ein für mein N. Dann weiß ich, naja, meine Menge hat ein Glied mit A4, dann N minus 1 ist ja A3. Ja, und dann läuft es los von A1 bis A4. Also müssen wir hier eigentlich noch ein Element reinschreiben, wenn man das gleich mit einem Zahlenbeispiel verknüpfen will. A1, A2, A3, A4. Jetzt stimmt's. So, und wie ist jetzt das Ganze zu verstehen? Ja? Naja, ich habe eine Menge. Ich will das Maximum ermitteln. Jetzt habe ich da die 2 stehen. Ja? Das Maximum von 3 und jetzt das Maximum der letzten zwei Zahlen. Ja? Das ist ja A4, A3 auf unser Beispiel bezogen. Also Maximum bilden von 4 und 5. Und jetzt die Klammer zu. Klammer, Klammer, da noch eine Klammer, also noch eine Klammer. Ist gleich. So, Maximum 2. Das Maximum von 3. Und was muss ich jetzt hier hinschreiben? Ja, das Maximum von 4 und 5 wird gebildet über unsere Definition. Ja? Hier steht unsere Definition. A soll ich schreiben, wenn A größer gleich B und B sonst. Naja, schau wieder gedanklich, was mein A ist. Ja, hier steht A, hier B. Ich schreibe hier 5, ja, weil also A ist nicht größer gleich B. B ist ja größer, also der Sonstfall. So, jetzt dasselbe Spiel mit dem hier. Ja, mach mal im Schnelldurchlauf. Jetzt können wir es ja schon. Jetzt können wir unsere Definition anwenden. Jetzt greife ich die 5 raus, weil das das Maxima ist. Ja? So. Und jetzt das Maximum zwischen diesen beiden. Zwischen dem Element und dem Element. Naja, das ist die 5. So haben wir unser Maxima ermittelt. Natürlich in der Praxis, wenn wir dann einfach, wenn wir eine Menge sehen, ja, eine Menge, wir sollen ein Maximum bilden, 1,2, 0,7 oder Wurzel 2, ja, dann werden wir es schnell angeben, das Maximum von dieser Menge, ich schreibe es jetzt nicht hin, ist Wurzel 2. Ja. Nehmen wir es mal. Semikolon trennen, weil wir hier Komma verwenden. Okay, jetzt wissen wir, wie das Maximum gebildet wird bezüglich der reellen Zahlen und mit dem Minimum ist es analog. Da machen wir jetzt nicht mehr lang rum. Also das nur mit den anderen Vorzeichen. Also ich schreibe jetzt hin analog fürs Minima einer Menge. Gut, dann beende ich mal dieses Video.